man weiß es nicht immer von vornherein, was die perfekte Lösung ist. Und manchmal trifft man auch nicht die perfekte Entscheidung, aber irgendwie geht es dann doch weiter. Und da lernt man so viel, gerade im ersten Jahr, was wir alles gelernt haben über Ja. uns, über alles, was mit so einem Hof zu tun hat. Das hätten wir nie gedacht, dass man das so schnell sich dieses Wissen aneignet. Hallo, ich bin Freya. Und ich bin David. Und zusammen haben wir das Hofprojekt Frederland gestartet. Hier haben wir eine Hofgemeinschaft gegründet und versuchen nach und nach nachhaltiger zu leben und uns mehr mit unseren eigenen Lebensmitteln zu versorgen. Aber nicht mit dir, Sturmwind. Nicht hinhören. Nein, nicht hinhören. Wir nehmen nur die Eier. Ja, jetzt ist der Plan, dass wir einen alten Pferdeanhänger holen bei unserem Nachbarn. Und der ist Landwirt. Und von dem holen wir so einen Pferdeanhänger und wollen einen Hühnerstall daraus bauen, sodass die Hühner einen schöneren Stall haben. Bei uns auf dem Hof, da leben ja ganz verschiedene Leute. Also von Landwirten, die so komplett konventionelle Landwirtschaft betreiben mit einem Kuhbetrieb, über Leute, die mehr so sich für Permakultur interessieren. Und das ist eigentlich immer ganz spannend, dann dieser Austausch. Und da immer so eine Mitte zu finden. Ja. Ja, hier ist das gute Ding. Ja, ist das nicht schön? So ein bisschen verrottet schon, aber. Also, das Potenzial ist schön, ne? Ja, ich meine, für den Preis kann man das schon mal machen. Ja, Wir haben dann mal werden wir. geguckt, es gibt Hühnerställe, da zahlst du halt 3000 Euro oder so. Also, dann ist es lieber jetzt besser, wenn wir den schön machen. Genau. Dann kann man dabei auch noch ein bisschen Spaß haben beim Aufbauen. Ja. Genau, die Herausforderung ist jetzt erstmal den von diesen Holzblöcken. Ah, guck, die sind ja schon lose. Ich habe nämlich vorher schon ein bisschen Luft in die Reifen reingepumpt. Ah ja. Da müssen wir diese Stützen einmal hoch machen. Ich glaube, da drüben ist ein bisschen verrostet. Deshalb habe ich ein bisschen Werkzeug mitgebracht. Und dann müssen wir den einmal rückwärts rausschieben und hier Oh erstmal Gott. drehen, weil sonst kann man den ja gar nicht anhängen. Okay. Das heißt, wir packen den jetzt da durchs Urwald geht das jetzt. Ja. Okay. Ja. Okay. Das wird was. Sollen wir Dann erstmal machen die wir erstmal die Klappe Klappe hoch? zu. Achtung, Finger. So. Also es fing an, dass wir erstmal eine Station gesucht haben. Wir haben davor schon auf Hofgemeinschaften in Hofgemeinschaften gewohnt und sind dann nochmal in eine kleine Wohnung in Flensburg gezogen, Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon und mit sehr wenig Licht. Und da haben wir dann den Winter drin verbracht und wir hatten schon länger den Traum von so einem eigenen Hofprojekt. Und das war aber so für uns so der Auslöser, jetzt machen wir das mal und schauen auch wirklich mal nach so einem Hof. Und damit hat es dann angefangen. Also wir haben uns ein paar Höfe angeschaut. Das waren, viele davon waren schon ein bisschen Ruinen, die sehr teuer noch waren, so wie auch jetzt noch. Und da haben wir uns eigentlich gefragt, schaffen wir das überhaupt, so eine hohe Geldsumme, natürlich dafür auch einen Kredit dann aufzunehmen. Genau, und dann haben wir uns mehrere Höfe angeguckt und das war alles so, ja, würden wir schon irgendwie hinkriegen, aber es war jetzt nicht so dieses Gefühl, okay, das ist jetzt der Hof für uns. Dieses Ankommengefühl hatten wir da noch nicht. Und dann haben wir bei eBay Kleinanzeigen diesen Hof gefunden und haben irgendwie noch den letzten Besichtigungstermin bekommen, mit ganz vielen anderen Leuten natürlich, und sind auf den Hof gefahren und das war irgendwie gleich das Gefühl, okay, das ist der richtige Ort. Dafür nimmt man dann auch einen riesen Kredit auf und verschuldet sich die nächsten 40 Jahre. Dafür macht man das dann. Genau. Und vor allem hatte der Hof halt genügend Platz für noch mehr Menschen, weil wir von vornherein eben eine Hofgemeinschaft auch starten wollten. Auch einfach, weil wir glauben, das bringt auch mehr Spaß mit mehr Leuten. Und genau. Und ich glaube, auch früher war das ja so, dass so ein Hof nicht nur ein, zwei Leute bewohnt haben, sondern das waren meistens Mehrgenerationshöfe. Und da aber unsere Familien weiter weg wohnen, kam dieses Familienmodell so wie früher eben nicht in Frage. Und so sind wir jetzt praktisch so ein bisschen dabei, auch so eine eigene kleine Familie zu starten als Hofgemeinschaft. Hier sind wir gerade in der Eingangshalle. Die wird auch ab und zu für Feste genutzt. Hier haben schon so über 30 Leute mal Halloween zusammen gefeiert. Hier essen wir meistens zusammen, genau zum Abendessen.
Hier ist auch schon die Küche. Und hier ist unsere alte Küchenhexe. Die sind wir immer ziemlich stolz, aber auch die müssen wir natürlich nochmal reparieren. Noch funktioniert die nämlich nicht. Und hier gerade ist so ein bisschen so unser Erntetisch. Hier ist alles Mögliche, Kürbis, Rettich, alles was wir so im Garten finden, liegt hier. Und ja, hier kochen wir ziemlich viel ein. Und wir nehmen hier auch schon die Samen für nächstes Jahr. Genau, das passiert alles in dieser Küche. Und alles, was wir einmachen, kommt dann auch so Stück für Stück hier rein. Hier ist nämlich unsere Speisekammer. Hier hat jeder von uns ein Fach. Und hier sind zum Beispiel auch unsere Eier von unseren Hühnern. Wir haben hier so einen Kombucha angesetzt, einen Kombucha-Pilz. Und haben hier Apfelmus, Apfelmarmelade. Ups. Holunderblütensirup, Tee. Also hier machen wir praktisch dann alles ein und das kommt alles hier rein. Ja, das ist ziemlich cool. Das ist so unsere Einkaufsliste und da kann man das dann draufschreiben. Und irgendjemand fährt immer in unserer Hofgemeinschaft und der kann dann einfach den Rest mitbringen für die anderen Leute. Ja. Bestes Taxi, oder? Ist auf jeden Fall mal was anderes, ne? Ich bin noch nie in einem Pferdeanhänger hinten mitgefahren. Jetzt wisst ihr gleich mal, wie das ist. Jetzt weiß man gleich, wie man das gleich sagst du, das ist nicht mehr so schön. Ich finde es eigentlich ganz schön. Es war halt eine sehr gute Kombination aus, es ist schon ein gewisser Wohnbereich vorhanden, aber auch noch sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Potenzial für Ausbau oder auch Gestaltung hier im Garten, Platz für die Projekte, die wir zusammen umsetzen möchten. Ja, also hier ist ja nur ein Drittel vom Hof überhaupt ausgebaut. Das meiste hier ist alles noch Baustelle oder wurde lange nicht mehr benutzt oder berührt. Also auch viel, was wir halt auch in den Hof stecken müssen, damit er praktisch auch so bleibt und wir ihn erhalten können. Aber wir stecken da unsere Liebe und Energie rein, weil der Hof uns halt auch ein tolles Zuhause bietet. Und wir kennen auch die Vorbesitzer und die haben auch viele Jahre an Energie hier reingesteckt. Und wir wollen dem Hof eben auch gerecht werden. Genau, und der Umgebung hier. Ja. Was ich auch da ganz gerne dazu noch sage, ist, dass wir ohne Corona wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen wären. Denn ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, haben wir beide davon geträumt, die Welt zu bereisen. Haben dann aber uns in der Corona-Zeit quasi kennengelernt und waren dann auch sehr viel in der Natur, aber halt immer zu Hause, vor Ort irgendwo und haben dann auch eingesehen, hier ist es eigentlich auch schön, man muss nicht mit einem Flug auf die andere Seite der Erde, um was Schönes zu haben. Ja, und wir hatten eigentlich auch schon immer den Nachhaltigkeitsgedanken und viel ist ja so, wenn man viel rumreist, ist es manchmal auch nicht so nachhaltig, je nachdem mit was man reist. Und wir wollten eigentlich auch so eine Art Basisstation einfach aufbauen, sodass man weiß, wenn man reist, dass man wieder an ein Zuhause kommt. Und wir merken auch, dass dieses sich mit so einem Stück Land verwurzeln, das ist auch toll. Also man sieht halt, was man schafft und es ist nicht so, dass man gleich wieder weiterreist und gar nicht so die Entwicklung mitbekommt. Gerade das mit dem Gärtnern, das funktioniert eigentlich nur, wenn man ein Stückchen Land dann hat. Jetzt ist der Plan, diese Brennnessel-Lasagne mal auszuprobieren. Die sieht nämlich ganz cool aus. Und das ist das Rezeptebuch von Wolf-Dieter Stoll. Den kennt man ja, das ist so ein Kräuterexperte. Hier können wir jetzt gleich mal Brennnessel pflücken gehen im Garten und die dann gleich mal kochen. Die Jungs helfen uns auch gleich. Es sind nicht nur wir, die kochen, ne? Auch die Männer müssen hier kochen. So ist das, so läuft das hier im Freiderland. Ja, also mit Brennnesseln kann man ja einiges machen. Wir haben jetzt schon Brennnesseltee gemacht, Brennnesselsalz und diese Brennnessel-Lasagne, die haben wir jetzt auch schon mal ausprobiert. Und die war so lecker, dass wir die jetzt einfach nochmal machen. Und jetzt gerade, wenn es Richtung Winter geht, dann gibt es irgendwann auch keine Brennnessel mehr. Und deswegen ist das gut, dass wir jetzt nochmal die letzten Brennnesseln hier ernten. Die sind natürlich auch wichtig für Schmetterlinge, Insekten etc. Aber wir haben so viele Brennnesseln im ganzen Wald verteilt, da machen wir uns jetzt nicht so viele Sorgen, dass die nicht zurückkommen.
Ja, also im Garten hier haben wir auch schon richtig viel gemacht. Wir haben jetzt einige Gemüsebeete angelegt, einen kompletten Kartoffelacker angelegt, alle Obstbäume mal wieder geschnitten. Die waren halt ein paar Jahre lang nicht so gepflegt. Den Weg haben wir hier freigelegt, also da hinten. Und erstmal viel Infrastruktur jetzt im ersten Jahr aufgebaut. Genau. Ja. Also ich finde das ganze Projekt sehr spannend und interessant. Und ich komme ursprünglich vom Hof. Meine Eltern hatten Landwirtschaft. Ich selber habe viele Jahre auf dem Hof gelebt und gearbeitet. Und finde das ganz toll, dass hier junge Leute was auf die Beine stellen und so ein Gemeinschaftsprojekt machen. Ich finde, das hat einfach was. Ich kenne auch andere Strukturen natürlich, aber so Mehrgenerationengeschichten, das hat mich immer schon interessiert. Finde ich nach wie vor sehr spannend. Und naturnah, das ist, ich meine, ist doch toll. Vieles passiert einfach, indem man es tut. Ne? Das ist, kommt sehr auf die Gemeinschaft drauf an, welche Menschen sind hier dabei, wie sehr engagieren die sich. Und viele bringen Ideen mit und dann setzen wir gemeinsam was um und machen. Im Machen entstehen immer neue Ideen auch wieder. Das ist ganz toll. Ja, am Anfang war uns noch gar nicht so ganz klar, wie das dann tatsächlich aussehen wird am Ende. Wir haben uns davor schon viel schlau gemacht bei anderen Hofgemeinschaften, wie machen die das so und was passt für uns oder was für uns darin ansprechend. Haben uns dann viel Gedanken dazu gemacht und das dann auch immer sehr offen mit bereits vorhandenen Hofgemeinschaftsmitgliedern geplant und weiter gestaltet und hatten dann eine sehr... sehr lange Bewerbungsphase, wo wir die Anzeige relativ lange drin hatten und jeder hatte quasi die Möglichkeit, sich zu bewerben und dann auch mal einen Tag oder zwei vorbeizukommen, damit man mal zusammen so ein bisschen sich kennenlernen kann, damit das auch vom Menschlichen her, dass man das Gefühl hat, dass alles passt. Und wir hatten Gott sei Dank nicht das Problem, dass wir keine Bewerbung hatten, sondern das ist dann halt vor allem das Schwierige zu gucken, wer passt hier hin und wer realisiert auch was, das natürlich mit Arbeit auch mit sich herbringt. So ein Hof ist halt nicht nur idyllisches Landleben, sondern gerade die Tiere hier, so einer zum Beispiel, der möchte versorgt werden, die Hühner, der Hund, alles was hier so kreucht und fleucht, der Gemüsegarten, die Obstbäume müssen geschnitten werden. Also es sind so viele Sachen, die man einfach so ein bisschen vielleicht verdrängt, was dann so an Arbeit auch kommt. Genau, und da haben wir halt drauf geachtet, dass wir Leute oder Bewerber hatten, die auch mal mitgemacht haben, auch mal ein Gefühl dafür bekommen haben, sodass die ein besseres Gefühl dafür bekommen, worauf lasse ich mich hier eigentlich ein. Und wir genauso zu gucken, wie reagiert die Person. Wir haben da so einen Fragenkatalog, haben wir dann gemacht mit denen, sind wir da durchgegangen. Und natürlich haben wir das auch nicht alleine entschieden, sondern auch der Rest der Hofgemeinschaft, der schon da war, der entscheidet natürlich mit. Genau. Und so kriegt man, glaube ich, je länger wir das jetzt machen, desto mehr Erfahrung kriegt man auch, klappt das oder nicht. Aber im Endeffekt ist es einfach ein drauf einlassen und einfach mal machen von beiden Seiten. Und das natürlich mit einem positiven Mindset. Dann wird das schon. Ich habe Freitagabend über Woofing gefunden. Das ist so eine Online-Webseite. Und ich finde es super, dass sie sehr selbstständig sind und alles selber machen. Und für mich finde ich das super. Ich bin sehr handwerklich und mache gerne alles von Hand. Und das machen sie hier in dem Stall sehr viel. Und auf dem Hof machen sie eigentlich alles selber mit Hand. Und ja, das finde ich für mich ist mega cool. Ich bin eigentlich ungelernt, aber in Australien, wo ich in der Schule gegangen bin, habe ich Holzwerken und Metallwerken gelernt. Und das kann ich hier gut mithelfen. Und ja, ich finde es super, dass sie die Chancen geben. Ich finde es einfach super, dass ich da kann für die 3 Wochen, wo ich da bin, helfen und sie ihren Traum helfen zum Wohnen. Und ja, ich finde es super. Das hier ist Mowgli. Unser kleines Findelkind, den haben wir vor 2 Wochen gefunden und der ist erst 5 Monate alt und der wurde hier wahrscheinlich ausgesetzt, war noch nicht gechippt, hatte keine Impfung. Genau, jetzt waren wir beim Tierarzt mit ihm und ja, jetzt gehört er irgendwie schon zum Hof dazu. Ein kleiner Filmstar. Und ist natürlich auch praktisch, weil
So ein paar Mäuse fängt er auf jeden Fall. Und irgendwie gehört so ein kleiner Kater oder Katze auch auf dem Hof dazu. Nicht wahr? Ja, so ein kurzer Mini-Waldspaziergang. Wir haben kurz auf dem Weg hier die Physalis geerntet. Die sind auch schon reif. Und ein paar Paprika haben wir noch, sind wir noch über den Weg gelaufen. Die Kürbisse hat Anke noch entdeckt. Ja, und noch natürlich unser ganzes Brennnessel-Zeug hier, was wir jetzt gleich verarbeiten in eine Brennnessel-Lasagne. Wir wollen nicht nur uns selber versorgen mit dem, was der Garten geben kann, sondern so weit wie möglich natürlich auch das Umfeld, die Nachbarn oder das Dorf oder noch weiter. Ja. Wir wollen das so weit wie möglich teilen, was wir hier haben. Und da ist zum Beispiel die Solarway, wie gesagt, ganz weit oben auf der Liste. Ja. Viele Projekte, die wir gemeinsam umsetzen können, die uns was bringen, die der Natur was bringen. Ja. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die Liste ist lang. Wir haben zum Beispiel jetzt als nächstes auf der Projektliste haben wir den Hühnerstall, den wir jetzt gerade abgeholt haben. Und wir wollen eine Sauna bauen, wir möchten noch mehr Gemüseflächen anlegen. So wie David sagt, dass wir nicht nur uns versorgen, sondern eben auch einen Teil vom Dorf. Und wir integrieren vor allem dabei auch immer das Dorf und die Umgebung. Also wir haben jetzt schon mehrere Feste veranstaltet, wo wir jeden im Dorf auch eingeladen haben, um eben das auch nicht nur hier zu machen in unserer Bubble, sondern dass wir auch ganz stark mit unseren Nachbarn eben zusammenarbeiten. Das sieht man auch beim Hofladen. Da sind praktisch die Produkte von unseren Nachbarn drin. Das sind nicht nur unsere eigenen Produkte, sondern da ist eine Nachbarin, die strickt Socken, die sind dann da drin, die andere macht Kunst. Und so gibt jeder so einen Teil dann da rein und das ist eher so ein Austauschprojekt. Und das ist eben auch ein Teil, wir überlegen auch noch einen Kursraum zu bauen. Und dieses Teilen geht eben auch weiter, nicht nur das, was wir hier vor Ort machen, sondern wir wollen es eben auch online teilen und haben deswegen auch unseren YouTube-Kanal gestartet, um halt auch anderen Leuten zu zeigen, so das geht schon, wenn man das anpackt und positiv bleibt, auch wenn es natürlich Schwierigkeiten mit sich einbringt. Das wollen wir auch gar nicht verneinen. Also zeigen wir auch uns auf unserem Kanal, da gibt es halt immer wieder so Challenges. Aber wir glauben halt schon, dass man das packt. Früher haben die Leute das auch geschafft und das glauben wir, kriegen wir auch jetzt hin. Das ist schon ganz lange erst mein Traum ist, selbst erwirtschaftetes Gemüse zu essen und das selber alleine zu bewerkstelligen, ist, sag ich mal, fast unmöglich. Da hängt so viel Arbeit dran, vom Beete anlegen, Ernte, das ganze Jahr über das Pflegen. Ja, und dass ich gesagt habe, wenn ich das möchte, geht das im Prinzip nur über eine Gemeinschaft. Und da habe ich mir einige angeschaut und bin dann hier bei Freidaland gelandet. Und das ist toll. Total gut. Es ist eine richtig gute Struktur da drin. Es gibt sehr viele Gemeinschaften, die explodieren, ja, schießen wie Pilze aus dem Boden. Und genauso schnell, wie sie kommen, sind einige dann auch wieder weg. Und, aber hier ist eine richtig gute Struktur. Man hat aber dennoch viele Freiheiten und es ist ein schönes gemeinsames Zusammensein. Ja, wenn einfach die Leute, die hier sind, das gleiche Ziel haben. Und das passt wunderbar. Ja. Also wir haben schon ein paar Strukturen, wo wir gemerkt haben, das funktioniert ganz gut. Zum Beispiel treffen wir uns einmal in der Woche abends und machen so eine Art Hofmeeting, wo wir praktisch so die nächsten Projekte angehen. Jeder erzählt so ein bisschen von seinem Bereich. Wie läuft's? Braucht man Hilfe? Und da essen wir auch zusammen. Also da kocht immer einer für alle. Das rotiert natürlich auch, damit nicht immer einer für alle kochen muss. Genau, das ist so ein Strukturpunkt. Ansonsten werden wir in der Zukunft mittags wahrscheinlich auch mehr zusammen essen. Dass wir so ein Mittagsessen zusammen machen. Das kenne ich auch von ganz vielen landwirtschaftlichen Höfen. Das ist irgendwie ganz nett, mittags mal zusammen zu sitzen. Und wir haben einmal im Monat einen Gemeinschaftstag. Da kommen praktisch Freunde, Externe, alle möglichen Leute, die immer mithelfen wollen. Und genau, da wuppen wir dann größere Projekte, wo wir viele Hände brauchen. Das ist so unsere terminliche Struktur. Und ansonsten versuchen wir uns halt auch aufzuteilen von unseren Verantwortungsbereichen. Weil wir gemerkt haben, wenn jetzt einer alles macht, ist das nicht so effizient, wie wenn einer sich um so ein, zwei Schwerpunktthemen kümmert auf dem Hof, weil das ist auch super viel für den Kopf dann, so Hofladen, Hühner, Tiere,
Gemüse einmachen, das sind dann zu viele Sachen, an die man immer denken muss. Genau, also da teilen wir uns auch gerade auf, dass man sich da die Arbeit gegenseitig abnimmt. Ja. Wenn man als Paar so ein Projekt startet, würde ich sagen, ist es halt gut, wenn man untereinander auf jeden Fall gut abgestimmt ist. Das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich auch, in der Gemeinschaft ist wichtig, dass jeder seine Rückzugsräume hat. Wir haben bei uns 2 Wohnungen und Wohnbereiche, wo praktisch jeder sich auch zurückziehen kann mit 2 Küchen, verschiedenen Badezimmern. Das ist halt wichtig. Wir glauben, das ist dann auch ganz angenehm im Zusammenleben, wenn jeder auch mal sich zurückziehen kann, ohne sich erklären zu müssen. Aber wir haben eben auch eine feste Struktur. Also zum Beispiel einmal in der Woche gibt es ein Hofgemeinschaftsmeeting. Wir versuchen unter der Woche mittags zusammen zu essen. Genau, und das ist, glaube ich, diese Mischung aus Freiräumen und Freiräumen lassen und dann aber eben auch ein bisschen Struktur, Meetings, genau. Ja. Für uns war Kommunikation immer ganz weit oben. Ja. Das haben wir in unserer Beziehung gleich am Anfang gelernt und das überträgt sich auch auf jeden Fall mega gut auf so eine Gemeinschaft. Immer miteinander reden. Deshalb offen. Haben wir mindestens einmal die Woche dieses Hofgemeinschaftsmeeting, aber eigentlich immer sofort alles ansprechen, wenn es irgendwelche offene Fragen gibt, gleich klären, weil dann kann sich das nie so hochschaukeln. Ja. Und so haben wir die Erfahrung gemacht, funktioniert das echt gut. Ja, also auch wir haben natürlich Konflikte bei uns. Hier wohnen ja ganz viele unterschiedliche Menschen, auch mit unterschiedlichen Ansichten, was alle möglichen Themen angeht. Also da ist natürlich immer mehr Konfliktpotenzial, wenn man in einer Hofgemeinschaft oder Gemeinschaft lebt. Aber man lernt, glaube ich, auch einfach voneinander und man lernt auch vor allem Toleranz, dass es okay ist, wenn der andere einfach eine andere Meinung hat. So, man kann trotzdem sich nett und respektvoll begegnen. Und das lernen wir. Und da, ich glaube, das ist so ein Prozess, das lernt man so ein ganzes Leben lang. Also da ist, glaube ich, niemand irgendwie super perfekt drin. Aber es ist auch sehr spannend. Das macht es sehr spannend, das Zusammenleben. Also viele Freunde haben uns auch gesagt, ach, ihr zieht jetzt mitten aufs Land ins Nirgendwo. Ist das nicht langweilig? Und also das wird hier eigentlich nie langweilig. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so wenig gelangweilt wie hier. Weil es gibt immer Projekte, es gibt immer Leute, die hier sind. Mhm. Also es ist, ich glaube, man muss eher aufpassen, dass man auch mal sich zurückzieht und auch mal wieder runterkommt. Genau. Ja, hier sind wir gerade im Wohnzimmer. Hier ist auch gerade einer unserer Rufer, der Lenny. Der darf auch mal chillen. Und hier treffen wir uns einmal in der Woche für unser Hofgemeinschaftsmeeting und schauen eben auf das Board, gucken, was steht so gerade an an Projekten, was hat Prio, wer kümmert sich um was, wie laufen die Verantwortungsbereiche, genau, und schnacken über alles, was so ansteht. Ja, und wenn man dann ein Projekt geschafft hat bei uns, dann darf man diese tolle Kuhglocke einmal läuten. Man kann dann ganz stolz auf sich sein. Also es ist einfach ganz schön, weil dann schließt man auch mit was ab und ist eigentlich irgendwie ganz cool. Wir haben am Anfang, hatten wir gar kein Ritual, haben wir einfach dann den Zettel abgenommen und dann kam auch schon das nächste Projekt. Und das ist dann manchmal ein bisschen demotivierend, weil dann merkt man, so ein Hof, das hört nie auf, die Arbeit. Und da ist es eigentlich ganz nett, einmal kurz zu sagen, hey, habe ich geschafft. Und ja, das zu feiern. Ich habe mein Leben auf dem Land angefangen, waren schon immer sehr ländlich gelegen, im Wald aufgewachsen, habe dann nach der Schule eine handwerkliche Berufsausbildung gemacht zum Büchsenmacher, habe dann auch ein paar Jahre in der Branche gearbeitet und habe dann jetzt wieder ein Studium angefangen als angewandter Informatiker. Ja. Und ich bin in der Stadt groß geworden, in Hamburg. Und meine Oma hatte aber immer ein ganz altes Bauernhaus auf dem Land. Das war auch eine Ruine. Und das hat sie praktisch komplett alleine dann kernsaniert, so Stück für Stück. Und das fand ich natürlich immer ziemlich cool. Und hatte so auch immer meinen Bezug zum Land. Und ich arbeite gerade Vollzeit. Ich arbeite in dem erneuerbaren Energiesektor. Und wir bauen klimafreundliche Wärmenetze auf. Und dass ich das eben jetzt auch mit dem Privaten verbinden kann, finde ich halt super, weil wir natürlich auch
erneuerbare Energien auch auf dem Dach haben, auch drin natürlich versuchen, möglichst viel erneuerbar auch zu heizen, aber eben auch, dass wir mehr darüber hinaus auch auf unsere Ernährung uns um unsere Ernährung kümmern, dass die halt auch nachhaltiger wird und lokaler wird und dass wir diese Verantwortung wieder mehr in unsere eigenen Hände nehmen und uns da nicht so stark abhängig machen von Supermärkten. Obwohl, muss man dazu natürlich auch sagen, 100% Selbstversorgung ist sehr schwierig und es gibt ganz wenig Menschen auf der Welt, die das schaffen. Für uns ist das so eine Art Prozess, dass wir jetzt mal anfangen und so Schritt für Schritt mehr uns selbst versorgen und dann eben auch gucken, was macht Sinn, wie viel Energie, Zeit und auch Geld natürlich manchmal steckt da drin. Genau, das ist so ein Prozess. Hier ist momentan gerade Baustelle. Das soll ein großer Gemeinschafts- bzw. Multifunktionsraum werden. Das ist der alte Stall und das soll ein großer Raum werden, wo wir dann zukünftig Sport und Kurse und verschiedene Gemeinschaftsaktivitäten zusammen machen können. Wie gesagt, das ist gerade noch eine richtige Baustelle. Das ist die ganze Dämmung, die wir rausgerissen haben. Und es geht auch gleich weiter hoch auf den Dachboden. Ja, und das ist einer der Gründe, warum wir hier uns so begeistert haben für diesen Hof. Der hat halt noch extrem viel Potenzial. Das ist der Dachboden hier. Nutzen wir den momentan als Sportraum, Fitnessraum. Machen wir zusammen immer ein paar Sportsessions. Ist wichtig, dass man auf die Gesundheit achtet, gerade wenn man so ein Projekt hier mehrere Jahre betreiben möchte. Das wird aber auch irgendwann alles noch ausgebaut hier oben. Wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dann irgendwie bringt man den zweiten Schritt schon hin. Also das ist so ein Prozess. Wenn der Stein einmal ins Rollen gekommen ist, dann ist es oft schwer, ihn wieder anzuhalten. Das geht dann von selber. Man weiß es nicht immer von vornherein, was die perfekte Lösung ist. Und manchmal trifft man auch nicht die perfekte Entscheidung. Aber irgendwie geht es dann doch weiter. Und da lernt man so viel, gerade im ersten Jahr, was wir alles gelernt haben über uns, über alles, was mit so einem Hof zu tun hat. Das hätten wir nie gedacht, dass man das so schnell sich dieses Wissen aneignet. Ja. Einfach aus der Situation heraus, dass man es muss. Ja, man muss es lernen. Und das würde ich auch sagen, einfach mal starten und einfach mal gucken, was gibt es denn zum Beispiel als ersten Schritt für Höfe und mit wem würde ich da hinziehen? Also habe ich vielleicht schon Freunde, wo ich weiß, das funktioniert super, auch mit dem Zusammenleben. Gerade wenn man sich finanziell das ja auch teilt, ist das natürlich ein großes Risiko auch. Da muss man sich sicher sein und auch einfach mit anderen Hofgemeinschaften sprechen. Also wir haben auch Leute, die uns bei YouTube anschreiben und uns nach Tipps fragen und das geben wir auch gerne. Also die fragen dann, wie habt ihr gestartet und so. Und ich glaube, man kann da schon viel Erfahrungsschatz sammeln. Es gibt ja nach und nach immer mehr Hofgemeinschaften auch in Deutschland. Ein bisschen anderes Lebensmodell als nur so das Standard-Einfamilienhaus. Genau, und da kann man sicher nachfragen, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Ja. Freya ist extrem zielstrebig. Wenn die sich was in den Kopf setzt, dann zieht sie das auch durch. Und ich glaube, ohne so eine Einstellung ist das bei einem Projekt wie dieses hier nicht möglich. David ist sehr geduldig. Das ist so ein bisschen mein Gegenteil, weil ich bin meistens relativ ungeduldig. Ich will immer relativ viel und möglichst jetzt sofort. Und manche Sachen, zum Beispiel Bauprojekte, haben wir gemerkt, da brauchen wir auch ein bisschen Geduld und Ausdauer. Und die hat David dann auf jeden Fall. Und er hat auch handwerkliches Know-how, wo ich halt noch relativ am Anfang bin. Ich will das auch lernen. Ich finde das auch wichtig, dass auch Frauen das mehr lernen und nicht so abhängig dann sind. Aber da ist David natürlich auf jeden Fall hat er mehr Skills als ich. So lieb gesagt, danke. Gerne. Ich erinnere dich das nächste Mal dran.